Guten Morgen, Kinder, und willkommen bei Kids Live. Heute werden wir von einem Wunder hören, das in allen vier Evangelien der Bibel beschrieben wird. Kennst du die Namen der Evangelien? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wir werden über die Speisung der 5000 Männer sprechen. Die Frauen und die Kinder wurden nicht gezählt. So vielleicht mit ihnen waren es so viele, wie in diesem Auditorium sitzen könnten. Der Herr Jesus ist mit seinen Dienern, mit seinen Jüngern an einen einsamen Ort gegangen. Aber als er dort ankam, waren die Menschen schon dort. Und er hatte Mitleid mit ihnen. Er hat mit ihnen gesprochen, er hat die Kranken geheilt und dann wurde es spät. Und die Jünger wollten, dass er die Menschen wegschickt, dass sie gehen können und Brot kaufen können. Brot und Fisch oder irgendetwas zu essen. Und Jesus hat ihnen gesagt, ihr geht und füttert sie oder gibt ihnen was zu essen. Und das ist, wie der Herr es manchmal macht. Er sagt, du tu etwas, du gib ihnen zu essen, du sag ein freundliches Wort. Und Philipp, der aus der Gegend kam, der hat gesagt, dass eine Person ein halbes Jahr arbeiten müsste, um das Geld zu verdienen, um diesen Menschen auch nur ein bisschen etwas zu essen zu kaufen. Aber da war ein Junge, der hatte 5 Brote und 2 Fische. Er muss arm gewesen sein. Man sagt, dass dieses bestimmte Brot, das der Junge hatte, das war ein Essen der Armen in der Zeit. Aber ich denke, er hat gerne alles dem Herrn gegeben. Der Herr betete für es, für dieses Essen. Und dann gaben sie es den Menschen. Und sie konnten essen, so viel sie wollten. Und dann, später, als sie alles, was übrig geblieben war, aufsammelten, waren da 12 große Körbe voll Brot übrig. Am Ende, nachdem jeder gegessen hat, dann war da mehr, als sie hatten, als sie anfingen, am Anfang. Das Gleiche ist mit uns. Wenn wir geben, dann sind wir gesegnet, mehr als wenn wir alles für uns selber behalten.
Kinder, was 2000 Jahre vorher passiert ist, vor 2000 Jahren, das geschieht auch noch heute. Vor ungefähr 200 Jahren lebte ein Mann in England, der Georg Müller hieß. Und er hatte ungefähr 10.000 Kinder in seinem Leben, für die er gesorgt hatte. Das waren Waisen, Kinder, die keinen Mama und keinen Papa hatten. Wenn du Essen brauchst und Kleidung für vielleicht 5 Kinder, dann kostet das etwas. Aber jetzt denk mal an 10.000 Kinder. Mr. Müller war kein Millionär. Und die Stegenkinder werden uns sein Geheimnis zeigen. Herr Müller, die Kinder sind bereit für die Schule, aber da ist kein Essen. Nimm die Kinder und lass sie am Tisch sitzen im Esssaal. Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, für das Essen, das du uns geben wirst. Amen. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, Herr Müller, könnten Sie etwas Brot gebrauchen? Das wäre sehr gut. Sie sind gerade zur rechten Zeit gekommen. Vielen Dank. Knock, knock. Good morning, sir. Guten Morgen. Good morning, Mr. Müller. Herr Müller, mein Wagen ist kaputt gegangen. Die Milch wird schlecht werden. Would you like it? Würde sie es gebrauchen können? Natürlich, die Kinder würden es genießen. Das Geheimnis von Herrn Müller war Gebet. Während seinem Leben hat er ungefähr 2 Billionen Rand empfangen als Antwort auf Gebet. Das ist eine Nummer mit 2 und 9 Nullen. Er hatte nicht ein großes Bankkonto und er hat nie Menschen um Hilfe gebeten oder für Geld gefragt. Aber er kannte seinen Gott und Gott hat sein Gebet erhört. Wir werden jetzt Amandine Girondel hören von Frankreich, was sie mit dem Herrn erlebt hat. Choose these standards, and in my heart, I wanted to be true.
and to make a straight choice, not to mix both of them. Sengikhulakhulile ngabona ukuthi njengomuntu kumele ngikhethe ezintweni ezimbili. Kungaba ukuthi ngiphila impilo yasezweni noma ngiphile impilo ngokweBhayibheli. Enhlizweni yami ke ngangifuna ukuphila impilo yeqiniso. Ngiphile inde impilo eqondile ngqo. Kungaba ukuthi ngiyaxubanisa nje izinto. As I say to the Lord, Lord, if I want to be a Christian, I want to experiment you. Are the people experimented you in the missionaries' books? Und ich habe dem Herrn gesagt, gebetet, Herr, wenn ich dir folge, dann möchte ich dich so erleben, wie die Menschen dich erlebt haben, von denen wir in den Missionsbüchern lesen. Und er hat mir geantwortet, ich war einmal in Mosambik, wir hatten kein Essen mehr, den Menschen zu geben. Ich war allein mit meiner Schwester und wir haben uns hingekniet und gebetet, dass der Herr das Essen vermehrt. Und der Herr hat das getan, als wir zurückkamen, war da wieder Essen. Ich konnte sehen, wie der Herr kraftvoll ist und mächtig, und das hat meinen Glauben gestärkt. Kulokho ngabona ukuthi uNkulunkulu ngempela unamandla futhi lokho kwenza ukuthi ukukholwa kwami kuqine. We heard that she decided to completely live for the Lord. Wir haben gehört, wie sie sich entschieden hat, komplett für den Herrn zu leben und wie der Herr ihr Gebet erhört hat. And now we come even closer home. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen näher nach Hause. Frau Stegen, wir nennen sie Tante Carola, wird uns erzählen, wie der Herr in all diesen Jahren für all die Menschen, die hier auf der Mission leben, die zu Besuch kamen oder für Hilfe kamen, wie Gott für diese Menschen gesorgt hat. Carola uyena kuzosicobelela manje ukuthi uNkulunkulu ubobondla kanjani abantu sokela ekuqaleni abantu abahlala la ngaphakathi abantu abafikayo bevakashile abantu abafikayo bezofuna usizo. Thank you, Freni. Vielen Dank, Freni. Es freut mich, Teil von Kids Life zu sein. Das dachte ich nie, dass es möglich wäre. Meine Geschichte beginnt in 1973, als ich Abitur abgeschlossen habe. Und in dem Jahr kam Onkel Erle zu mir und meiner Mutter auf die Farm, uns zu besuchen und hat uns eingeladen, zu ihm auf die Mission zu kommen. Und als wir kamen, war es unglaublich. Es gab einige Kinder, aber in kurzer Zeit war es eine ganz schöne Gruppe junger Menschen. Wir hatten eine ganz besondere erwachsene Frau, die uns sehr viel gelehrt hat, uns mit uns sehr viel Zeit verbracht hat. Und es hat mir Zeit gegeben, zurückzuschauen, zu sehen, wie meine Vergangenheit war in der Schule und zu Hause. Obwohl ich noch jung war, konnte ich an meine Vergangenheit denken.
Kodwa ngase ngicabangisisa kahle ngaloko okwakwenzeka ngise esikoleni. And during those short services, und während diesen kurzen Gottesdiensten, die wir hatten, konnte ich darüber nachdenken und die Dinge sehen, die verkehrt waren, die nicht recht waren vor Gott. Und ich konnte zurückgehen und das in Ordnung bringen. Und während dem ganzen Jahr 1974 kamen wir am Wochenende oft zusammen oder auch in den Ferien und wir haben viel Zeit miteinander verbracht mit anderen jungen Menschen und wir konnten wirklich es genießen, dem Gottesdiensten zuzuhören, das, was uns beigebracht wurde und auch das Singen. Und so kam diese Idee, dass wir eine Konferenz für junge Leute ins Leben rufen sollten. Und jedes Jahr zweimal hatten wir diese Freizeit für junge Menschen. Und es ist wunderbar. Das hat im Jahre 1974 angefangen und wir sind jetzt im Jahre 2021. Und in all diesen Jahren hatten wir diese Freizeiten und haben nicht aufgehört, außer natürlich in den letzten zwei Jahren, wo Corona da war und wir nicht die Freizeiten haben konnten, da hatten wir sie dann online. Denk mal, Vreni, damals war ich 15, ein Kind, das damals 15 war, ist jetzt vielleicht 70 Jahre alt und kann daran zurückdenken, wie es vor den vielen Jahren war. Das Essen, was wir den Kindern gebracht haben, war ganz einfach. Und wir mussten beten, dass der Herr uns helfen würde, dass wir genug Essen bekommen würden, um für diese Kinder zu kochen. Und wir hatten große schwarze Töpfe und die mussten wir mit Feuer heiß machen, mit richtigem Feuer, das waren diese dreibeinigen Töpfe und sie wurden auch sehr, sehr heiß. Jetzt heutzutage haben wir schöne Dampftöpfe, aber das werde ich euch erzählen. Ich möchte euch erst was anderes erzählen. Ich war gerade verheiratet im Jahre 77 und dann hat Onkel Erl uns gebeten, Marmelade zu kochen, um aufs Brot zu tun für diese Kinder. Und er hat viele Säcke oder Taschen gebracht mit Pflaumen. Einige Taschen. Und ich habe das angeschaut und ich dachte, muss ich diese alle schälen?
Und dann hat Tante Kay, die Frau, die hat mir gezeigt, Tante Kay hat mir gezeigt, wie das zu kochen. Und es war so einfach und so schön, es hat so gut geschmeckt. So I wasn't focused so much on the quantity, but on the taste. So, ich habe darauf geachtet, dass es gut schmeckt und nicht auf die Menge nur geachtet. And you know, within a day or two, we had quite a few kokokos full of jam, because we had no buckets, so we had to find kokokos. Und wir hatten ganz schnell einiges an Marmelade. But with this last conference in 2018, we cooked 20 liter buckets of jam to suffice for the time that we had the young people. Aber in 2018 haben wir 40, 20 Liter Eimer Marmelade gekocht. Als wir in diesen schwarzen Töpfen gekocht haben, haben wir gemerkt, wir brauchen noch mehr Töpfe. Was sollen wir machen? And after that, we needed a steam engine, which was very old, and we managed to cook in these steam pots. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen? Dann haben wir ein paar Dampftöpfe gefunden, die jemand uns gegeben hat. Dann mussten wir sie reparieren und eine Dampfmaschine finden, die funktionierte, das alles musste funktionieren, aber es klappte und wir haben in diesen Töpfen kochen können. Und der Herr hat uns nie im Stich gelassen. Wir haben später sogar ganz neue Töpfe gefunden. Da konnten wir so viel mehr kochen. Der eine Topf können wir 8 bis 10 Kilogramm Reis kochen in einem Topf. Und als diese Kinder kamen von verschiedenen Gegenden, viele kamen von früh morgens schon, waren sie unterwegs. Manche kamen ganz, ganz spät in der Nacht, aber sie bekamen einen Teller Essen und etwas zu trinken. Sie haben etwas zu essen und zu trinken bekommen. Das war wunderbar. Egal, ob sie abends spät kamen oder wann. Und das war die Vision von Onkel Erlo und auch unserer lieben Antumkulu, Aunt Lydia, dass das Evangelium verbreitet werden konnte und viele Menschen erreichen konnte. One day, it was about a few days before the youth conference started. Eines Tages, paar Tage vor der Freizeit, habe ich das Lager angeschaut und gesehen, das ist nicht genug Essen, wir werden es nie schaffen. Und in einem Treffen habe ich das unseren Mitarbeitern gesagt und gesagt, wir haben wirklich nicht genug Essen, wir müssen beten.
ngabona ukuthi angathi akwanele. Sase siba nomhlangano nezisebenzi, ngase ngibabikele ukuthi engathi ukudla esinakho akwanele. Bakudinga standards. And a dear old lady. Und eine liebe ältere Frau sagte ein ganz einfaches Gebet, dass der Herr uns doch helfen würde. Und wisst ihr, am Ende der Woche hatten wir so viel Essen, dass unser Raum, unser Kühlraum voll war. Und der Gang vor dem Kühlraum war auch voll. Wir wussten nicht mehr, wo das Essen hinzutun. Und das war nur, weil wir den Herrn gefragt haben, einzugreifen und uns zu helfen. Er hat uns nie im Stich gelassen. Und selbst bis heute können wir dreimal am Tag kochen und den Menschen dienen, die hier auf der Mission leben. Vreni, ist Gott uns nicht gut? Tante Carola, das wollte ich auch sagen. Thank you so much, Tante Carola. Thank you. Vielen Dank, Tante Carola. Das war wunderbar. Ich wollte auch sagen, ist Gott nicht gut? Ist Gott nicht gut, Kinder? Ja, Gott ist gut. Auch in meinem Leben habe ich 57.000 Meals for me already. Ich habe ausgerechnet, wie viele Mahlzeiten der Herr mir schon gegeben hat, nur mir in meinem Leben. Und das sind ungefähr 57.000 Mahlzeiten. Kommt, wir danken dem Herrn. Wir danken dem Herrn dafür. Kann ich Tante Carola bitten, für uns zu beten am Ende? Vielen Dank dann auch noch für die Kinder, die für uns singen. Danke, dass das unser Programm reich macht. Kommt, wir beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir Teil sein dürfen von dieser Arbeit, die du angefangen hast und mit der du auch weitermachst. Danke und hilf uns, dass wir ein Gefäß sind, das rein ist und für dich von gutem Gebrauch ist. Und das bitten wir in deinem Namen. Amen. Osaqhubeka Nkosi uwenza. Sinikela futhi ezandleni zakho konke okwenzakalayo nalanga phakathi umsebenzi wakho ukuba ngosuqhubeka ukulusisa. Amen. Deep and wide.